Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Und wir befinden uns hier am Rande von Rom in einer schönen grünen Landschaft. Da muss ich sagen, das ist das erste Mal, dass in einem Assassin's Creed Teil eine wirklich schöne Landschaft entstanden ist. Beziehungsweise vorher war sie auch schön, grafisch schön, aber nicht so liebevoll im Walde. Ah, ist das schön. Aber darum geht es ja heute nicht. Heute geht es darum, dass wir eine Quest annehmen. Und das ist dann wohl diese hier. Irgendwo da hinten. Das kaufe ich vorher noch. So, schon mal bei einem neuen Laden. Hier soll ja eine Gilde entstehen, ne? Ich glaube sogar die Diebesgilde. Ich habe sicherlich genau das, was ihr braucht. Irgendwo im Lager. Alter! Halt die Fresse! Gott! Du bist lauter als das Spiel! Hast du jetzt endlich zu Ende geredet? Das fährt nämlich für später. So. Wir sind hier bei der Diebesgilde in Spee natürlich. Noch ist sie nicht die richtige Diebesgilde. Wobei eigentlich schon, aber noch ist sie nicht renoviert. Ezio. La Volpe, ich bin überrascht, euch zu sehen. Und was treibt euch vor meiner Haustür? Wartet, ich kenne die Antwort. So wie immer. Ihr wollt meine Spione einsetzen. Dann helft mir. Um Machiavelli zu helfen? Nein, danke. Dieser Mann verrät unseren Orden. Ein ernster Vorwurf und das von einem Dieb. Habt ihr Beweise? Er war Botschafter am Hof des Papstes und ist als persönlicher Gast von Cesare gereist. Ich weiß auch, dass er euch kurz vor dem Angriff auf die Villa verließ. Machiavelli mag nicht allen gefallen, aber er ist Assassine. Kein Verräter. Mich überzeugt das nicht. Ah, in diesem Moment trifft er jemandem im Trastevere. Wollt ihr mich begleiten? Ich folge euch. Machiavelli würde so etwas niemals tun. Machiavelli zusammen mit La Volpe belauschen und La Volpe überreden, sich wieder der Bruderschaft anzuschließen. So, La Volpe. Willst kein Assassine mehr sein, ne? Da schubst du dich erstmal den Leute um. Da! Das hast du davon, La Volpe. Nimm dies, La Volpe. Okay. Rennen wir mal los. Die sind mir alle viel zu laut. Ach, ich wollte mir ja so ein Pferd nehmen, ne? Nein, das Pferd ist weg. Nehme ich das hier. Hä? Hey. So, wo sind denn die Kollegen? Soll ich überhaupt lang reiten? Ist das richtig, was ich hier tue? Ah, okay. Ist es richtig, was wir hier tun? So, ich finde das hier richtig cool gemacht. Ich meine, in Assassin's Creed 2, da gab es ja auch leere Landschaften. Also so kleine Hinterwäldler, sozusagen, wie, wie ist das nochmal? Monterigno. Monterigno, wo wir waren. Es war ja auch ziemlich verlassen, aber da war nicht so schön grün. Da war es nicht so schön grün, Freunde. Nee, ja. Aber sind wir ja schon fast da. So, da wären wir doch. Bist du der Mann, den ich suche? Du siehst irgendwie ein bisschen unterbemittelt aus. Ich gehe mal hier hoch, ja. Hier? Ich vermute hoch. Ja, war ja klar. Und was haltet ihr davon? Hilfe! Volpe, mein Sohn Claudio wurde verletzt. Sie werden ihn erschießen. Die erledige ich. Los, holt euch die anderen.
Er zeigt auf einen einzigen und sagt, die erledige ich. Mhm. Aua! Hast du... Habt ihr schlecht geschissen oder was? Komm, verprügel sie! Hä, was machst du denn? Ach, Ezio, komm, zieh das Schwert. Ach man, ich komm nicht an. Bleibt stehen! Lauft nicht weg! Ich bin nicht so schnell, ich bin ein alter Mann. Ach, wen greifst du denn an, Ezio? Ganz ehrlich, den sollst du angreifen und ich sehe gar nichts. So, weg mit dir. Ah. Schnell, such dein Versteck. Ich kann nicht. Die werden mich töten. Passt gut auf, tut, was ich tue. Mir nach. Wenn ich jetzt nur wüsste, was ich tue. Okay. Ich soll also tun, was Ezio tut. Okay. Oder so ähnlich. Werde also gesucht. Moment. Lass uns hier lang gehen. Nein, das ist auch nicht wirklich eine gute Idee, ne? Die Wachen sind hier überall. Ich muss hochklettern. Sag mal, kannst du nicht klettern oder so? Du bist doch ein Dieb. Hoppala, super leid. Ja, so kommen wir nicht weit, wenn du nur zu Fuß gehen kannst, ne? Ist ja ein bisschen blöd. Aber da komme ich doch nicht vorbei. Hallo. Ja, ich werde sofort gesehen. So, solange der Junge entdeckt wird, ist mir das scheißegal. Oh Gott. Könnt ihr mal aufhören, euch zu stauen? Fuck. Es staut sich hier. Nein! Oh fuck. Oh fuck. Schnell um die Ecke. Schnell um die Ecke. Komm, verstecken wir uns hier. Och man, wieso musste sich das da so anstauen? Ich fass es nicht. Ja, der Junge ist doch hier nebenan. Jetzt schild mal. Okay, schauen wir mal, dass wir irgendwie dran vorbeikommen. Ich meine, ich könnte sie easy töten. Oder ich laufe einfach durch. Claudio! Molte grazie, Messere. Taucht eine Weile unter. Hinter sie? Die Wachen suchen nach euch. Es hängen schon Steckbriefe. Dann reißt sie ab. Oder steckt den Herolden ein paar Florin zu, damit sie schweigen. Ich könnte auch Zeugen eliminieren. Ihr wisst, wie man untertaucht. Okay. Der Gesuchtstatus von Assassin's Creed 2 ist leider zurück. Ich... hab gehofft, dass er weggenommen wurde. Ich mag den nicht. Ich mag den nicht, Freunde. Also scheiß Gesuchtstatus, das ist einfach nur... Er ist nervig. Er ist nervig. So eine kleine Spielerei, die eigentlich kein Schwein braucht. Einfach nur Geld und Nerven kostet. Zack. Dann gehen wir hier hin. Wir stechen den Typen hier. Bin ich bereit, alles zu vergessen? Ich will dich beklauen. Ha, geht doch. Wie gewonnen, so zerronnen. So sieht's aus, Freunde. Hey! Achso, mein Gesuchtstatus ist weg, okay, ich wollte schon sagen. Also müssen wir uns wieder darum kümmern, dass wir nicht mehr gesucht werden. Ich finde das ätzend. Ich habe mich schon gefreut, dass es das nicht mehr gibt. Und dann gibt es das trotzdem noch.
Ja, und das hier sind halt die Plakate. Somit habe ich euch alle drei Möglichkeiten gezeigt, wie man anonym wird. Und ja, es kann echt nervig sein zwischendurch. Ich werde womöglich zwischen den Folgen einfach mal meine Anonymität zurücksetzen und das war's. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Ich glaube, wir sollen zurück. Dann tun wir dies auch mal. So. Schatzruhe lasse ich jetzt da mal liegen. Braucht keine Sau. Jedenfalls noch nicht. Sag mal, kannst du keinen Galopp mehr reiten? Hä? Haben sie das Pferd geändert? Also, ich kann gehen. So, das ist gehen. Traben. Laufen. Es gibt nur noch stehen. Es gibt keinen Sprint mehr. Ich habe die Sprintfunktion weggenommen. Oder vielleicht geht das innerhalb der Städte nicht. Außerdem sieht das gerade sehr seltsam aus. Was war das für eine Nacht? Wolpe, hört mich an. Der Schein trügt. Ihr habt von Machiavelli nichts zu befürchten. Dessen bin ich sicher. Ich habe euch für Claudios Rettung zu danken. Wenn ihr sagt, Machiavelli sei unserem Orden treu, glaube ich euch. Also, was ist mit den Dieben? Wir wollten dieses alte Gemäuer reparieren, aber nun, da wir zusammenarbeiten, würde ich gerne wissen, was ihr denkt. Wir müssen vor allem die Borgia fernhalten. Vielleicht als Taverne getarnt. Ja. Das gefällt mir. Dann soll es so sein. La Volpe. Will ich dich angucken? Nein. Beruf Dieb. Dieb ist kein Beruf. Oh, mit dem Architekten sprechen? Oh, nein. Marmor, das ist so teuer. Ja klar, komm, zieh durch. Ja, das hat einiges gekostet, aber jetzt haben wir eine wunderschöne Taverne. Willkommen, Ezio, im La Volpe Addormentata. Die Taverne ist perfekt. Niemand wird ihren wahren Zweck erraten. Von hier leiten wir die Gilde. Besucht mich, wann immer ihr wollt. Vielleicht gibt es Aufträge zu erledigen, die unserer Sache in der Stadt dienen. Ich sehe, ihr Diebe liegt im Wettstreit. Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr ihnen noch etwas beibringen. Oh ja, ich vergaß. Wir haben auch Glücksspiele. Eine sehr gute Einkommensquelle, denn wir sorgen dafür, dass die Borgia-Wachen immer verlieren. Eine Sache noch. Eure Spione müssen den Apfel finden. Er wurde mir entwendet. Wir suchen bereits die Stadt danach ab. Molto bene. Kommt zur Isola Tiberina, wenn ihr ihn findet. Werde ich. Wir tarnen die Diebesgilde als Taverne und wir nennen die Taverne ernsthaft La Volpe? Das ist doch nicht dein Ernst. Das kannst du doch nicht ernst meinen, oder? Was soll denn der Scheiß? Ah, hier ist Glücksspiel. Ich will die Diebe ja nicht für dumm halten, aber die sind dumm. Jeder weiß, dass La Volpe ein Dieb ist. Oder heißt das Ding echt La Volpe irgendwas? Naja. Wiederhergestellte Erinnerung. Hm? Die Markierung zeigt die Startpunkte von Erinnerungen aus der wiederhergestellten Sequenz. Eine wiederhergestellte Sequenz? Oh, ja. Die ist aber bestimmt weit weg, ne? Die ist so weit weg, dass ich sie nicht mehr sehe. Da oben. Wenn wir drauf vorbeikommen, machen wir das. Als nächstes würde ich sagen, wir haben hier noch den Templer versteckt, ne? Merzati Tirano. Und Kortisanenauftrag. Okilidokili, Dann würde ich sagen, werden wir diese Mission als nächstes machen, oder? Vorher würde ich gerne da mal vorbeischauen.
Moment. Wir haben doch hier Schnellreise zur Verfügung. Wir müssen ja den ganzen Weg nicht laufen. Okay, wir haben nicht wirklich viele Schnellreisepunkte. Porta Momentana. Moment mal, da war da was. Ich weiß, da war die Glyphe, aber ich glaube, von da aus kommen wir ganz leicht zu Romulus Versteck. Weil heute möchte ich eigentlich gar nicht mal so lange machen. Weil wir heute nämlich noch in den Stream gehen und ich gerne dafür noch eine halbe Stunde Zeit habe. Deswegen kann ich auch nicht viel schneiden. Wir können ja easy dahin rennen. Ich würde sagen, wir werden uns auf dem Weg einfach mal diesen Aussichtspunkt stoppen. Und der wird dann für heute reichen. Und dann gehen wir morgen zum nächsten Auftrag. Das klingt mir nach einer Idee. Hallo. Und da hinten ist natürlich noch eine Flagge. Dann kommen wir später natürlich nochmal hier an diesen Ort zurück. Vielleicht auch morgen, um die Glyphe einzusammeln, weil sonst vergesse ich die einfach. Und das soll ja nicht sein. Hä? Wo muss ich jetzt einmal außen rumlaufen? Komm auch da. Ich kann das mehr gebrauchen. Ihr wollt Ärger, bitte. Ignoriert mich einfach. Ist klar, Dude. Wieso kann ich da nicht rein? Ich wollte das Ding mitnehmen. Hä? Ist wohl ein wichtiger Borgia-Turm für später. Dann sammeln wir den hier Borgia ein. Das passt schon. Das ist ja crazy. Aber komplett abgeriegelt. Ist wahrscheinlich, weil da das Ende der Geschichte ist. Aquamassia. Templerversteck. Können wir vom Pferd aus? Ja. Das war ein kleiner Test. Und er ist bestanden. Können wir hier hochklettern? Es sieht nicht danach aus, ne? Nee. Zweifel, dass ich da hochkomme. Wieso kann man denn hier langklettern? Wenn das nicht mehr Sinn hat. Naja. Komm, Ferdi. Wir laufen jetzt einmal rum. So, das dürfte reichen. Schauen wir mal, wie wir uns da reinschleichen. Okay, hier sind noch keine Wachen. Wir müssen ganz genau aufpassen, wie viele Wachen hier rumlaufen. Da sind zwei Wachen. Könnte theoretisch hier einmal kurz beilaufen, ne? Da ist der Hauptmann. Das ist ja crazy. Ich vermute mal, wenn wir ins Wasser springen, dann wird es da einen Weg geben. Ernsthaft jetzt? Kann ich da echt nicht hin? Ihr wollt mich doch verarschen. Das Gebiet ist einfach mal gesperrt für mich. Ich fühle mich echt ein bisschen verarscht. Ich fühle mich verarscht, Freunde. Zu Recht. Wie soll ich denn da rein? Kann ich da überhaupt hin? Probieren wir es einfach mal aus. Hä? Was machst du denn, Ezio? Joch. Das ist ja echt mal kacke, dass ich die beiden Borgia-Türme nicht einnehmen kann. Wie ist das? Warum? Das ergibt doch keinen Sinn.
Kann natürlich sein, dass da später Quests kommen, die relevant sind, aber das bezweifle ich stark. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hier rumwusel. Ob ich hier überhaupt irgendwie hochkomme. Achso, ja, schön. Ah, hier kann ich noch rumlaufen, ja. Ne, immerhin haben wir einen Schatz gefunden. Was war das denn? So. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Ach, fuck. Nein. Komme ich da irgendwie wieder nach Hause? Ich habe jetzt keinen Bock, einmal rumzulaufen. Ganz ehrlich. Was ergibt denn das hier für einen Sinn? Wieso kommen wir hier überhaupt hoch? Irgendwo, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir einfach mal die Folge. Das ist mir jetzt alles zu doof. Ich werde bis zur Quest laufen. Und dann freuen wir uns einen Keks. Ich will nur hier rauf. Lass mich nur hier rauf. Oh, ich hab's geschafft. Ah, schön. Na gut. Ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Und dann weniger im Stress, weil wir dann nämlich morgen keinen Livestream haben. Haut rein, euer Zero. Tschüss.